Wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Heißt es im 5. Buch Mose im 6. Kapitel in den Versen 11 und 12. Wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Und 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 17. Wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Des Erdens Segen reichen Teil, wer kann ihn messen, wägen? Doch welch unendlich größeres Heil gibt er im Himmelssegen? Vergesst, wenn euch sein Gut erlabt, nicht den, der euch so reich begabt, rät Karl Bernhard Garve. Losung, Lehrtext und diese Gedanken für den 22. Juli 2021.